heute nicht mehr zu, ist ja alles auf Schienen. Hey, schon Mario! Mhm. Kann ich auch einen Ray-Shooter spielen. Hallo! Was bei dir? Ich kann auch einen Ray-Shooter spielen. Warum willst du einen Ray-Shooter spielen? Ja, weil das gleiche wäre, als wenn ich heute einen Ego-Shooter spielen würde. Das ist ja was. Let's see. Mann, stell dir mal vor, wir wollen jetzt Super Mario 64 aufnehmen. Oh ja. Das richtig toll. Das ist Mario 64. Ja, Super Mario 64. Ja, mein erstes 64-Spiel. Ich habe ja den einen Hack noch, den ich mal machen muss. Was ist ein Hack? Star Revenge heißt der. Star Revenge, den habe ich auch gekriegt. Ja? Ja. Mach ihn nicht. Ich soll ihn nicht machen. Schick ihn zurück und sag, er ist schlecht. Warum sollte ich sowas tun? Weil du böse bist. Bin ich das? Ja, solltest du machen. Okay. Das ist aber mies. Nö. Okay. Ah, ja, cool. Hat schon seine Gründe haben. Mhm. Ja. Das wusste ich gar nicht. Das fand ich ganz cool. Bei der Xbox-Version, ja. Neues Banjo-Kazooie wäre mal gut. Das wäre echt, das wäre wirklich so eins im Stil von früher, nicht so das andere. Ja. Nuts and Balls, ey. Nuts and Balls ist richtig kacke, also. Autos bauen, ey. Ich finde den Anfang ja noch ganz lustig, da muss halt, am Anfang muss er ja Jump'n'Run, hast du ja so. Ich begrüße euch herzlich zu einem lustigen Hack, wo wir jetzt einfach auf Amaluchi sind. Der Hack heißt, ist mit Skillungs und Super Mario 64 und wir sind Gay Luigi und wir laufen gerade eine riesige Treppe hoch und es läuft Zelda-Musik. Mann, das ist ja richtig aufregend. Wieso da gleich drei Schalter? Das ist ja richtig verrückt, was hier alles passiert. Mal sehen, was ich hier alles so machen kann als Gay. Ja, schlecht. Ist das mega schlecht? Das ist mega schlecht. Dass du das spielst, einfach so. Das ist echt total schlecht. Okay, alles klar. Also, dieser Hack wurde von Skillungs gemacht und er sagt: Metal Cap, geil nicht. Okay, yes, okay, das ist schon mal ein guter Anfang gewesen. Okay, was ist das? Nochmal ein Schalter. Vanish Cap, geil, yes! Bringt auch nichts. Okay, was ist das? Wing Cap, geil, yes! Okay, nehme ich auch, okay, das ist ein schwuler Pilzkopf, da gehe ich jetzt mit ihm reden. Okay, hallo, schwuler Pilzkopf. Hallo, Greg, bevor du ins Level gehst, solltest du die drei Schalter dort aktivieren. Viel Spaß in den Levels, Skillux. Ja, Alex, Alex. Hey, Luigi, hey, Luigi. Ja, geil, ey. Lass doch Spaghettis! Bist du sicher, dass es Gay Luigi ist hier gerade? Also, ich gehe jetzt ins Sky Dice Garden, besiege König Matze. Okay, mache ich. It's from Bowser. König Matze besiegt kann ich am besten. Plansky Plumbers. Gag. War super. It's from Bowser. Okay. Dear Pesky Plumbers. The Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. Okay. Bei YouTube, die wollen das ja anscheinend so. So, weiter geht die Aufnahme. Ich glaube, ich habe jetzt alles gefixt. Oh. Das heißt, manchmal zwei komische weiße Streifen, aber die sind okay. Die stören mich nicht. Nein, die sind nicht okay. Doch, die sind auch okay, weil das Spiel spielt, dann sind die okay. Aber jetzt kann ich das sieht sowieso kein Mensch. Ey. Geil! Ja, eben guckt sowieso keiner bei Highlight und so. Gay Luigi? Gay Luigi? Gay Luigi? Gay Luigi? Gay Luigi? Ich hasse euch alle. So, Gay Luigi? Okay. Also, das Spiel hat ja gerade Super Mario Galaxy Musik da drin und ich bin Gay Luigi, Rüdiger. Ich schätze fast die Super Luigi Galaxy hier wie bei dir. Weißt du, Rüdiger? Mach das nochmal, bitte. Spaghetti! Ich bin tot! Yeah! Oh, jetzt auf mich in der Gang! Okay, mach nix. Gibt Schlimmeres. Luigi Galaxy, sehr gut. Super Gay Luigi Galaxy? Okay. Du hättest das nennen müssen. Gay Luigi Galaxy, stimmt. Ja, du hättest eine Folge machen sollen, wo die ganze Zeit nur Gay Luigi läuft. Also Gay Luigi heißt ja dann 15 Minuten. Geld? Ich hab gerade Geld gekriegt. Geld? Leben, wieso hab ich eigentlich 42 Leben? Und wieso gaggt hier alles so der rum? Das ist richtig witzig. Weil das schlechter Hack ist. Ja. Was? Warum? Einfach so, ey, weil ich einfach sage, das ist schlecht. Auch wenn ich es nie gesehen habe. Ich glaube, ich weiß jetzt, welche Musik das ist. Ich glaube, das kommt. Nee, das kommt. Es hört sich für einen Moment an, als wäre es aus Spyro. Es ist gar nicht aus Spyro. Das habe ich mir nur wieder eingebildet. Denn ich weiß ja, dass die Musik aus Super Mario Galaxy kam, wie ich eben schon gesagt habe. Und dementsprechend ist das alles cool. Weißt du? Und das ist auch ganz gut, so was hier passiert. Und yeah! Ich springe hier rüber und dann mache ich diese Kompass kaputt. Wow, denen ist es aber scheißegal. Und dann mache ich den Arschklatscher. Und verpiss mich. Au. Also, okay. Alles klar. Noch mal sehen, ob ich König Matze auch besiegen kann. Was? König Matze. König? Warship?
Warship? Ich bin Warship gerade runtergefallen wegen dir. Weil du den Goomba gemacht hast. Rüdiger. Warship. Warship. You, the devil! Gibt's auch noch. So, mal sehen, was ich hier noch finden kann. Kennst du noch das Worn des Versagens? Ja, kenn ich noch. Das Worn des Versagens kenn ich noch. Das Worn des Versagens ist doch ja meine Erfindung. Wo bin ich? Genau, ja. Wo geh ich jetzt überhaupt lang? So, jetzt gehen wir hier lang. Mal sehen, was dann passiert. Kann ja nicht so schlimm werden hier, ne? Okay. Also dieser Typ, der macht auch hier so einen Chaos-Kurs hier. Da macht es nicht unmöglich. Ich glaube, man kann es ohne Safe State schaffen, Rüdiger. Was? Ohne Safe States? Nein. Doch. Ist das dann gleich ein schlechter Hack? Dann ist es ein schlechter Hack, auf jeden Fall. Warum? Man braucht Safe States. Da muss mindestens eine Stelle sein mit über einem Abgrund, dreifach, Wandsprung, Hülpersprung, Rückwärts-Salto-Kombination. Okay. Mindestens. Verstehe. Ich muss König Matze besiegen, das ist mein ultimatives Ziel. Ich weiß noch nicht mal, wie ich zu ihnen hinkomme. Du versuchst einfach auf die unterschiedlichen Weisen hier gerade. Wieso bin ich einfach nur runtergefallen? Weiß ich nicht, ich bin einfach nur runtergefallen gerade. Mann, ist das nicht toll? So besiege König Matze. So. Ich muss doch ihn doch irgendwo finden können. Ich gehe einfach mal geradeaus. Ich meine, geradeaus wird sich doch wohl das erste Ziel befinden, oder? Soweit wird das Skillux doch gedacht haben. Ja. Okay, einfach nur mal gucken. Okay, so machen wir so und dann klettern wir einfach mal hier lang. Oh, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. So, jetzt gehe ich hier ganz langsam weiter. Ich habe Angst, dass ich den Sprung hier so nicht schaffen kann. Aber so schaffe ich ihn. So, alles klar, habe ich den auch schon mal geschafft. Oh Gott. Das ist alles so aufregend hier in dieser Stage. Oh mein Gott, ich sag bloß, ich muss auch noch rote Münzen finden, ey. Spätestens dann mal die Safe States an, ey. Oh Gott, das sieht schon kommen. Oh, bin ich wieder. Alles ist eine schöne Karte, muss ich sagen. Habt ihr viel wieder. Was ist denn das? Da läuft ein Wump mit Matze-Gesicht herum! Oh mein Gott. Was? Warum? Das glaube ich jetzt nicht, das muss ich gleich pushen. Das ist ja unglaublich. Nee, das kann nicht dein Ernst sein, Mann! Ich schicke das trotzdem die Kombi. Was sagst du dazu? Ich bin begeistert! Okay, gut. Das ist so geil! Okay, ich muss weiter den Weg finden. Okay, böser Matzebomb, du wirst jetzt sterben. Nein, ich besieg dich, du bist der. Ich bin zu dumm, auf dich rauszuspringen. Ah, okay. Hallo, böser Matzebomb. Mach irgendwas Witziges. Auf die Fresse fallen. Bin ich echt so blöd, dass ich das immer mache? Okay, man muss ja wohl irgendwie so sein, ne? Irgendwie muss der Kerl ja recht haben mit dem, was er sagt. Okay, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Oh, da ist noch so ein Typ! Okay, naja, ich springe über dich rüber. Oh Gott! Okay, ich bin irgendwie ausgewichen. Ich weiß noch nicht, wie ich das gemacht habe. Okay, auf jeden Fall ist er tot. Okay, ich renne mal lieber weiter. Eine richtig geile Karte bis jetzt, muss ich einfach sagen. So, ich gehe jetzt mal in diese Röhre rein, guck mal, was passiert. Ich komme irgendwo anders hier. Oh mein Gott, das ist ein großer Matzebump! Ich habe ihn gefunden! Okay, mal sehen, was das sagt. Hallo! Bist du bereit, um abzuspacken? Ich habe jetzt die Macht des Super-Sucht-Sterns! Hahaha, Gag! Okay, alles klar. Was läuft jetzt für Musik? Jetzt läuft auf einmal! Oh nein! Oh, UNO in hier, okay. Wieso ist das so? Nein! Okay, stirb! Mein Gott, ich muss einen epischen Matschstrom machen! Okay, kann ich nicht, ich bin zu blöd dafür! Oh Mann, wieso hast du mich so? Hilfe! Lass mich! Au! Okay, nein! Du wirst nicht gewinnen! Ich muss mich selbst töten! In Wumpform! Wow! Okay, Hilfe, er will mich töten! Leute, ich muss mich rufen! Oh Mann, wieso ist er so groß? Wieso ist er so großer Matze? Was ist denn hier? Nein! Ich habe ihn dreimal getroffen, du bist immer noch nicht tot! Okay, er ist echt hartnäckig! Nein! Vier! Okay, er ist immer noch hartnäckig! Was soll ich nur machen, Rüdiger? Ich weiß nicht! Er hat fünf schon ausgehalten! Ich bin in ihm drin! Er ist viel zu mächtig! Okay, das ist glaube ich, ey! Nein! Okay, Gag. Okay, stirb einfach. Na, ich lasse das nicht zu. Na, was sagst du dazu? Wow, ich bin auf dir drauf, ne? Ist das geil? Ist das witzig? Ich bin auf dir drauf, du blöder Wump. Nö, ist nicht. Ich bin auf mir selbst drauf, ist ja eigentlich das Witzige an der Sache. Ich bin Gay Luigi, steht am Matze gerade, Rüdiger, musst du dir vorstellen. Wow. Ja. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Was passiert da? Okay, ich lass dich einfach mal fallen. Oh mein Gott! Okay! Nein! Stirb endlich! Okay, Matze ist echt hartnäckig in dem Spiel hier, wie es aussieht. Er hält tausende von blöden Arschbomben aus. Also nö, ist nicht. Okay. Nein, los, jetzt stirb endlich, Matze! Ich hasse mich selber!
okay. Ich an der Stelle mal anmerken. Hast du dich jetzt selbst umgebracht? Ögi, Hägi, Ed, Ögi. Okay. Nein! Stirb! Okay, immer noch nicht. Er ist immer noch nicht tot. Nein, ich muss mich niemals besiegen. Okay, blöder, super, Assi. Okay, jetzt aber! Komm, ist heute mal tot! Was hast du mit mir gemacht? Wieso bin ich so unsterblich? Kein Wunder, dass ich noch Rückenschmerzen immer auf der Arbeit habe, wenn ich so toll gehe. Okay, jetzt hat er mich zermatscht. An ihn nochmal, bitte! Okay, man hat einfach so ein heftiges Gesicht. Das wird sein. Bist du jetzt tot? Nö, immer noch nicht. Ich glaube, er hält irgendwie 10 Schläge oder so aus. Ich sehe schon kommen. Oder er quält mich einfach. Und er lässt mich, was ich, wie viele Schläge machen. Oh Mann, ja, also das, so ist das so. Okay, jetzt aber! Nein, komm, stirb! Immer noch nicht! Okay, er ist echt voll unbesiegbar! So, nee, wie viele Schläge muss ich denn bei dem machen? Okay, ist er jetzt mal tot? Gag! Nein! Nimm die. Okay, es ist irgendwie witzig, das ist echt alles hier so herumgaggt. Das ist mal wieder komplett nicht kränkend bei dem Spiel. Das haben wir wieder da vorne, hier, etwas kränkend ähnliches anfährt. Wenn jemand sowas macht, dann ist er gleich wieder mit vom Spiel. Das haben wir da vorne. Es geht doch nicht ohne! Okay, er ist immer noch nicht tot. Okay. Komm schon, warte! Du hältst viel zu viel aus! Oh, danke! Boah, voll süchtig gestampft! Das nächste Mal hält sich dir blaue Elefanten auf den Hals! Mörbi die Mörb, 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 nimm den Stern und geh! Okay? Wieso ist er so süchtig? Wieso ist der Stern, wieso war der Matze so süchtig gewesen? Denn ich hab einen Stern! Ohne! Gay Luigi, Rüdiger? Genau, Gay Luigi, was hat er denn für einen Kopf? Okay, auf einmal hat er einen riesigen Kopf gehabt. Ein Stern, geil! Okay, ich habe eine Nachricht für einen Stern gekriegt. Ein Stern, geil. Ich würde wieder rein. Okay. Zweite Mission heißt Flieg zum Pilzbaum. Okay. Wow. Ob ich das schaffe, Rüdiger? Das weiß ich nicht. Okay. Das klingt böse. Okay, wir erstmal gucken, wo der Pilzbaum überhaupt ist. Der Pilzbaum? Okay, der Pilzbaum. Wo ist denn der? Ich sehe hier keinen Pilz. Doch, da hinten ist ein Pilzbaum. Aber das ist erst grün. Naja, das hat ja nichts zu bedeuten, ne? Okay, alles klar. So, probieren wir es einfach mal. Ha ja, Ninja-Modus. Na, was gefällt euch daran? Na ja. Okay, jetzt komm her, du blöder Gumba. Ich töte dich. Yeah. Dö, eine Action. Irgendwie, eine Action. Yeah, Action-Man. Er hüpft auch hier hoch, wenn er will. So, okay. Und jetzt machen wir weiter. Bis jetzt komme ich hier ganz gut durch ohne Save-State. Aber ich glaube, das wird sich noch bald verändern. Also, wieso ist der Hack eigentlich so süchtig, Herr Rüdiger? Ich hab keine Ahnung. Ja, wieso jetzt mit der Matze? Wahrscheinlich ist der Hackersteller völlig wahnsinnig geworden. Ja, glaube ich auch so langsam, ey. Ob man hier auch 100 Münzen sammeln kann? Das wäre ja nochmal was. Das wäre ja was. Na, auf jeden Fall habe ich schon 36 gerade. Naja, so. Hat ja nichts zu bedeuten. Ja, wahrscheinlich hat er genau 100 Münzen hier reingepackt, das wär's ja noch, ey. Das wäre aber nicht nett von dem Entwickler, wenn er sowas machen würde. Ich war auch Rüdiger. Rüdiger, erzähl mal was! Ja, weil es ist ja, und ja, außerdem wollte ich doch sagen. Hey Luigi, hey Luigi, hey Luigi. Okay, das sagt mir aber nicht viel. Das wollte ich unbedingt mal sagen. Okay, das ist aber nett von dir, dass du das machst. Ja. Wie sonst noch irgendwas, was du sagen willst? Hättest du nicht mit gerechnet? Doch, eigentlich schon. Ja, irgendwie schon. Eigentlich wollte ich auch, dass du das machst. Ah, okay, verstehe. Okay, ich sehe da eine geheime Plattform dahinter, aber. Habe ich mir vielleicht eingebildet. Okay. Vielleicht war noch keine geheime Plattform gewesen. Vielleicht haben wir uns auch ein bisschen getäuscht. Okay. Warum eigentlich? Diese dumme, dumme Skyward Sword Musik einfach aus dem Nichts kommt. Okay, ich versuch's nochmal, aber dieser. Ich kann mich auch nicht entscheiden, wo ich hinrennen will. Okay. Meine Füße machen nicht das, was ich will in diesem Spiel. Nein! Lass mich hier reingehen. Okay. MyScore 21. So, nächster Versuch. Gag? Okay. Weiter geht's. Was? Stirb mal. Stirb mal, Daddy. Wo bist du? Hilfe. Ich sehe nichts. Okay. Jetzt aber. Okay. Du stirbst. Ja, das hätten wir das schon mal. Und du stirbst auch. So. Du bist auch so. Jetzt bist du dran, mein Freund. Kumba, hier. Ich bin mir recht sicher, dass es möglich ist, hier 100 Münzen zu sammeln. Sonst wäre das hier nicht. So, hier bin ich wieder bei Super Mario 64 Krägi Skillux Edition. Und ich bin immer noch weiter auf der Suche nach dem verschwundenen Superpilzturm, was immer was sein sollte.
Ja, am Anfang dieser Episode waren ganz merklich dabei der Mexican Dake und der New York LP. Ich habe einfach mal angefangen, das aufzunehmen und jetzt mache ich den Rest hier einfach nochmal ein bisschen weiter. Guck mal, wie weit ich hier noch komme. Aber erstmal ist meine Aufgabe, erstmal diesen dummen Pilz finden. Hier ist doch schon mal ein Schild. Das kann ja schon mal ein guter Weg sein. Mal sehen, was dieses Schild uns zu sagen hat. Nein, wir sollten nicht dran herumklettern. Nein, wir sollten nicht dran herumklettern, Game Luigi. Das macht man nicht. So, einmal hier lesen. Okay, du sollst dich ja mal auf diesen Baum hier stellen. Ja, ich will ja auf diesen Baum rauf. Das ist ja mein Ziel. Das habe ich ja schon gesagt. Was? Ich wollte sogar sagen, was ist denn jetzt los? Oh, hier, guck mal, hier ist Wasser, hier ist, hier Dingens. Hier ist, hier eine Münze gewesen. Und dann gehe ich erstmal hier weiter. Was ist denn hier los? Hier ist ein Stern, wie geil ist das denn? Wie kriege ich den denn? Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Stern kriege. Das ist ja jetzt schon mal ein derbes Mysterium für mich. Okay, kriegen wir schon irgendwie hin. Kriegen wir schon irgendwie hin. Es ist nicht cool, wie es bei diesem Spiel so ist, dass wenn ihr Dingens findet, dass wenn ihr im Wasser seid, dass ihr da auch eure echte Lebensenergie heilen könnt. Das ist ja echt unfassbar cool, oder? Finde ich auch. Ich mag das auch total gerne. Finde ich echt cool, cool, dass es hier auch so geht. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen hier speichern, damit wir auch mal ein bisschen vorankommen, nicht immer wieder aufs Neue scheitern. Das ist vielleicht nicht so ganz das, was wir hier wollen. Also ich schätze mal, man kann hier 100 Münzen kriegen. Von daher versuche ich das auch einfach mal. So, mein Freund, was lässt du fallen? Ah, immer eine blaue Münze. Ja, das ist gut, das ist gut. Aber ich werde jetzt erstmal versuchen, den roten Münzstern zu kriegen und den anderen ganzen Kram. Ich meine, wenn ich den roten Münzstern mache, dann komme ich auch ein bisschen rum hier in der Welt, sag ich mal. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, ne? Okay. Kann es sein, dass dass der L- und der R-Knopf damals gar nicht benutzt wurde bei Super Mario? Ich weiß das gar nicht mehr richtig. Das ist... kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Also hier nochmal die ganze Münze einsammeln. Dann nochmal probieren, hier diese drei Kerle hier mal sich zu schnappen. Hier mal die ganzen blauen Münzen zu holen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und einfach so, zack. Immer wenn sie hochspringen. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn sie hier hochspringen. Ne? Das ist gar nicht so... Natürlich, ich beschränke mich natürlich bei den Sachen, die ich von euch mache. Nicht nur auf meine RPGs. Viele Leute haben das schon gefragt. Nein, ich zeige auch andere Dinge. Ich zeige natürlich auch andere Werke. Wie zum Beispiel hier sowas. Wie so Super Mario. Da hat jetzt jemand, der Skillax hat das hier fertig gemacht. Und dementsprechend. Er war jetzt schon eine Weile lang. Ich habe jetzt einen Tag frei. Ich mache das jetzt nochmal fertig. Ich möchte das nochmal gerne zeigen, weil dieses Werk soll natürlich auch nochmal ein bisschen präsentiert werden. Das ist nicht. Alles andere wäre irgendwie ein bisschen unfair. Und das möchte ich natürlich auch so nicht stehen lassen. Alles klar. So, 72 Münzen habe ich jetzt. So, hier sind noch mal ein paar Freunde. Hier, komm mal her. Ich glaube also, das mit den 100 Münzen habe ich ja gleich schon mal gebonkt, ne? Das habe ich ja gleich schon mal. So, aber dann wird es schwerer mit den anderen roten Münzen. So, spätestens jetzt gleich habe ich es. Alles klar. So, er hat es auch nicht so schwer für mich gemacht. Das finde ich echt nett von ihm. Einmal hier so, zack. Und zack, da wäre unser Stern. Hier, perfekt. Damit hätten wir den. Und gleich 100 Sterne und dafür gibt es einen Stern. Yeah. Okay, yeah, 100 Münzen Stern. Okay, danke. Das sind geile Nachrichten dazu, ey. Ich mag seine Nachrichten dazu, ein bisschen nett. So, jetzt habe ich schon mal 3. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Gut. Und jetzt habe ich hier diese... Ja, da... Hier war was. Ich sag's doch. Ich habe mir das doch nicht eingebildet, ne? Aber das ist, das steht so ein bisschen einfach vor. Hier muss man anscheinend runtergehen. Okay, probieren wir es einfach mal. Okay. Das wäre Schritt 1. Okay, jetzt kommt Schritt 2. Und Schritt 3. Oh, das war... Schritt 3 war gefährlich, sehe ich gerade. Das war nicht so nett. Aber die Musik ist cool. Ich finde, er hat sich eine sehr angenehme Musik ausgewählt, das Level hier. Okay, hier kommt eine Röhre. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier jetzt vorfinden werden.